Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seelukinen und der Tier-Challenge. Und ja, wir sind immer noch ein bisschen beschäftigt hier im Osten. Wir sehen gerade, oder ich sehe gerade, dass Rom ein bisschen groß geworden ist. Ja, genau, also ja, die haben Karthago und Syrakus extrem verschoben. Und die Avener sind, glaube ich, auch relativ groß. Oh ja. Okay, Avener sind noch hier. Gut. Ja, das wird noch interessant, vor allen Dingen, weil die Challenge, die macht das natürlich alles ein bisschen langsamer. Das ist ein bisschen problematisch. Hier ist ein Agent. Genau. Ach übrigens, ja, auf Twitch sind wir gerade Affiliate geworden, also richtig, richtig nice. Also für die, die bei Twitch nicht so affin sind, beziehungsweise nicht wissen, was wie das da so läuft. Es ist so, dass man, sobald man, also man kann von Anfang an streamen, ist ja klar. Aber Geld verdienen kann man erst, wenn man Affiliate ist. Und das bedeutet, dass man eben eine bestimmte Stückzahl an Follower hat, an Streaming-Zeiten, an Tagen und an durchschnittlichen Zuschauern. Und das habe ich jetzt geschafft und das bedeutet, dass ich ab jetzt ja, damit Geld verdienen darf. Ist natürlich ja, noch sehr weit davon entfernt, dass ich überhaupt irgendwas da rausbekomme. Aber trotzdem, also der erste Meilenstein ist schon geschafft. Finde ich voll cool. Falls ihr mal dabei sein wollt, dann einfach twitch.com/thorn-lp. Genau. Ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ja, einfach mal mitmachen. Die Community ist super lieb und macht auch super viel Spaß, zusammen zu quatschen. Strategiespiele spielen wir eher selten, weil ich gemerkt habe, dass die ja, dass also Strategiespiele nicht sehr ja, Stream populär sind, sag ich mal. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen Tag. Gut, dann soll es nicht sein. Nee, also genau, also meine Community hat sich ja schon so aufgebaut, dass sie eher so Geschichts beziehungsweise also Spiele mit cooler Geschichte haben wollen, also Story Games und ja, Community Games und sowas. Also deswegen werde ich das mein Vorschlag oder vielmehr meine Bitte, deren Forderung, nee, zur Zusammenlegung unserer Streitkräfte mit eurer beträchtlichen Stärke. Ich mache diesen bescheidenen Vorschlag in der Hoffnung, dass ihr die Vorteile engerer Beziehungen zu haben. Nicht die Omen gezeigt, dass die Götter ein solches Abkommen begrüßen? Ich bitte um. Okay. Genau, und dementsprechend wird auf. Ja. Wird auf YouTube weiterhin Strategie gespielt und ja, der Stream wird dann eigentlich die da werden die ganzen Geschichtsspiele, das klingt so nach so Rome zum Beispiel, weil das ist auch historisch
ein historisches Spiel. Story Games meine ich natürlich. Genau. Wir haben echt Probleme gerade mit Geld bekommen. Genau. Also so viel dazu. Also ja, wie gesagt, könnt gerne vorbeischauen. Ist immer super cool. Und ja. Jetzt aber machen wir endlich mal hier weiter. Ich weiß übrigens, also momentan, also nochmal wegen Twitch, momentan ist es ja auch so, dass ich Odyssey und oh. So ist Tyros. Dass Odyssey und ja, so andere Spiele, die ich im Stream spiele, lade ich ja manchmal hier hoch. Also Odyssey ist klar. Aber andere Spiele halt auch. Und jetzt, da ich Affiliate bin, darf ich das, was ich jetzt momentan aufnehme, nicht hochladen. Erst in ein oder anderthalb Monaten. Weil das ist jetzt Twitch inclusive, sag ich mal. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kann ich dann auch wieder hier die alten Videos dann hochposten. Genau. Aber ich glaube, bei Odyssey habe ich sowieso noch ein bisschen was im Petto. Gut. Ich muss mal kurz überlegen, wo ich jetzt am besten weitermache. Weil der da stört mich schon richtig, richtig krass. Das Problem ist, dass ich... Ich darf keine Flotte aufbauen. Das ist ein mega Problem. Also an sich, wenn der hier angreifen würde, könnte er es sogar machen. Wieso habe ich in Palmyra? Warum habe ich hier die königliche Stelle gebaut und nicht hier drin? Ach, das war nicht klug. Also sonst könnte ich mit der einfach da raus und dann hier hin. Warte, tausche einfach den Platz. Ja, das ist natürlich immer gut. So, du kommst in gewaltigen Marsch hier rein. Und du kommst hier hin und du gehst hier rein. Sehr schön. Ja, ist es schön, wieder Gewaltmarsch zu haben. das ist echt sehr schön. Also bei Rome 1 bzw. bei Remaster kann man ja keine Gewaltmärsche und Hinterhalte und so weiter mehr auswählen. Also die machen das automatisch. Die machen den Hinterhalt automatisch, wenn man bei so einem Hügel oder Berg oder eben im Wald sind. Oder Hügel, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, sind die schon gut dabei. Entschuldigung. Ich bin glasern zum Mikro. Unruhestifter hier. Das ist sehr problematisch. Okay, ich werde aber trotzdem anfangen, hier rüber zu gehen. Sehr gut. Jetzt ist die Frage mit dem dahin, dann greift der an. Oder mit dem dahin, dann greift der höchstwahrscheinlich hier an. Aber das ist, glaube ich, klüger. Genau hier. Das hat mir jetzt 100 Gold gespart. Das ist gut. So, dann drängen wir den mal ein bisschen da weg. Ich hoffe, dass er nicht hier hingeht. Weil das wäre auch blöd. Dann könnte der hier wieder... hier wieder
Verstärkung von der feindlichen Seite kommen. Der baut wieder seine Armee auf. Ich kann nur leichte Kavallerie. Ja, aber lieber leichte Kavallerie als gar keine Kavallerie so. Schatzkammer ist leer. Ja, das ist sehr problematisch. Also sobald die Schatzkammer leer ist, fangen die Leute an zu desertieren. Karthago. Das Volk von Karthago heißt ehrliche Männer und ehrliche Worte willkommen. Sucht woanders nach Gold, Schakal. Ah, nee, das ist auch nur Knossos 615. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Ihr habt das Herz eines Kaufmanns, mein Freund. Eines Kaufmanns. Wir wollen euer Gold. Eines Kaufmanns. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Was ist es, das euer... Wir Griechen sind Realisten. Das ist sehr gut. Bitte nehmt meine bescheidene Person als Adressatin für eure Bedingungen an. Ich denke nicht. Unsere... Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst vor Konsequenzen und Gefahren. Ach, das ist lustig, aber wenn die das sagen. Nee. Okay, aber eine Runde schaffen wir noch mit den 500, was der uns gegeben hat. Okay. Ah, verdammt, das habe ich schon mal gemacht. Ah, das ist blöd. Okay, dann einfach nächste Runde eine Stadt, einnehmen. Beziehungsweise plündern. Oder eine Schlacht gewinnen. Ach, der geht ja sogar wirklich dahin. Nicht gut. Nicht gut. Gut, das ist nicht. Das ist gerade echt knifflig, was hier passiert. So, warte, ist das ein Admiral? Nee, ein General sogar, verdammt. Okay, also der ist jetzt mega problematisch für Dura. Der ist mega problematisch. Ja, nee, der ist eigentlich nicht problematisch. Hatra kann das eigentlich. Ja, kommt drauf an, wie die Stadt aussieht. Das habe ich schon wieder vergessen. So. Okay, Dura. Wie siehst du aus? Ja, Dura hat Probleme. Dura hat Probleme. Verdammt, ich muss ganz außen rum. Das dauert mir ein bisschen zu lang, wenn ich ehrlich bin. So. Okay, aber wir haben schon mal wieder Plus. Das ist gut. Ja, durch das da hier. Also Dura wird fallen. Nächste Runde. Dura wird fallen. Der mit 8. Könnte die eigentlich einnehmen. Ich nehme mal den da, weil der kostet für uns nichts. Natürlich wieder einen Elefanten. So.
Gut. Und dann schauen wir mal, was nächste Runde passiert. Also, was blöd wäre, wäre, wenn... Stärkungsrate ist gut. Ja, der ist schon 70. Dann bekommt er nichts. Was richtig gut wäre, wäre, wenn ich einen dieser, am besten die da, wenn ich gegen die mit einer großen Armee kämpfen könnte. Weil dann kann ich die Gefangenen freilassen. Und das gibt ein bisschen Moneten. Wir werden Krieg führen und die Dichter werden noch in 10.000 Jahren davon singen, wenn alles andere vergessen ist. Das ist sehr unpraktisch. Ja, also das werde ich auch kämpfen, in der Hoffnung, dass wir wieder eine gute Falle stellen können. Beziehungsweise, also eine gute Falle ist halt, also, dass wir halt viel von ihm mitnehmen können. Da ist halt dann die Frage. Ob der hier rumgeht, dann bin ich im Arsch, oder ob der hier mit seinen Bogenschüssen die ganze Zeit reinschießt, dann bin ich im Arsch. Also, ja, gewinnen kann ich so oder so nicht. Unser General wird angegriffen. Nahkampftruppen. Ja, gewinnen kann ich so oder so nicht. Aber vielleicht kann ich seinen General noch aufheben. Aufheben? Ja, töten. Die Männer wanken. Der feindliche General. Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schiff. Gut, also ja, Hauptsache sein General ist tot. Ja, also die anderen wären natürlich besser gewesen. Weil General kann man einfach so rekrutieren. Und der ist halt sofort wieder da. Aber naja, das Problem ist, hier kann ich jetzt auch nicht weg wegen den beiden. Ja, wobei, eigentlich könnte ich schon. Ja, der hat irgendwas geschafft. Okay. Okay. Also wenn er das jetzt schafft, dann habe ich ein Problem. Also es ist schon mal blöd, dass er mit seiner Flotte kommt. Weil die halten schon mal ein bisschen mehr aus als so ein kleiner, so eine kleine Garnisonsflotte. Ich werde versuchen, hier hinzukommen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Der geht auf Angriff. Das ist nicht gut. Unterstützungsschiffe bereit! Unterstützungsschiffe zu euren Diensten! Weg zu! Zu Befehl!
Die Männer wanken. Kommandant, zu Befehl. Rückzug! Ach komm, du hast doch keinen gerade. Unterstützungsschiffe bereit. Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das war wieder so logisch, weil der da hat den mit zweimal Rammen weggeschafft und ist aber trotzdem weggerannt, ist ja klar, weil der von beiden Seiten angegriffen wurde. Und der da hätte es locker geschafft. Also der ist ja nach dem zweiten. Oh Gott. Lol. Ja, ich habe vergessen, dass ist ja mit den ja relativ neuen Patch, also neuer Patch in Anführungsstrichen, wurde das ja geändert, dass die Tiere, also die Kavallerie und so weiter, dass die auch mit dem mit der Flotte kommen. Ich weiß echt nicht, warum die das geändert haben. Also klar, irgendwie ist es schon klar, warum. Aber es ist halt richtig nervig. Also ja. Warum die das nicht ändern konnten, dass keine Ahnung, die Tiere auf dem Schiff sind. Also, ja. Befehl verstanden. Naja. Oder vielleicht, keine Ahnung, wenn die ganze Flotte gelandet ist oder der Hauptteil der Flotte, dass sie dann daneben spawnen. Das wäre cool. Aber nicht einfach so, dass die ja einfach so irgendwo spawnen können. Das wäre ein bisschen unser General wird angegriffen. Unlogisch. Naja, okay. So, Kriegselefanten, aber meine sind gepanzert, ne? Also müssten meine gewinnen. Nach meiner Rechnung. Gut, bitte aufhören. So. Warte mal, bis die dann kommen. Okay, Sperrträger ist das. Das ist blöd. Der feindliche General ist tot. Der Träger ist schlecht. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Okay, das ist schon mal gut, dass der trotzdem die angreift. Wir erwarten eure Befehle. Den Infanterie zu euren Diensten. Gepanzerte Elefanten. Zu euren Diensten. Schieß. Hm,
Der hat sehr viele Fernkämpfer, was sehr schlecht ist. Na komm schon. So schlimm ist das doch gar nicht. Jetzt komm mal wieder. Oh, wie lange denn? Wo stirbst du nur? Na komm schon hier hin. Du warst fast da. Ja, okay. GG. Gut. Wenn der nicht, wenn der hier nicht ausgerastet wäre. Schade. Das war echt jetzt unnötig. Der feindliche General ist tot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schick. Das wirft mich ein bisschen jetzt nach hinten. Uiuiuiui. Das wirft mich jetzt nach hinten. Aber ja, also mit den... Alter, jetzt habe ich minus 1500. Meine Armee ist hier. Dann würde ich sagen, gebe ich hier die auf. Dann gebe ich mal Jerusalem auf. Ist zwar jetzt ein bisschen nervig. Also das da müsste ich auf jeden Fall einnehmen. Könnte ich sogar automatisch machen, aber mache ich mal nicht. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Ja. Also dieses Mal sind wir ziemlich problematisch ist ein bisschen untertrieben. Also wir haben zwar zwei Verbündete, aber die sind auch winzig. Vielleicht hätten wir hier Nabatea akzeptieren müssen. Bisschen schwierig. Na gut. Aber das schaffen wir schon. Also wir haben hier eine Fullstack-Armee, die holt sich jetzt mal hier Zypern. Dann gehen wir, also hier erstmal Zypern vertreiben, dann da Zypern vertreiben. Beziehungsweise, hier Zypern vertreiben und dann hier. Und von hier gehen wir hier hin und dann wahrscheinlich wieder zurück, weil die dann Jerusalem eingenommen haben oder die da. Das werden wir einnehmen und wahrscheinlich werden sie dann das einnehmen, dann werden wir zurück einnehmen. Und dann sollten wir am Ende des Tages mit diesem positiv rauskommen. So die Theorie. Also dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Roman Tolo 2. Bye bye.